Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Meditation, die ich für dich vorbereitet habe, um den Tag mit einer großen Portion Frieden anzufangen. Denn man kann keinen Frieden im äußeren Leben haben, wenn du nicht auch Frieden in deinem inneren Leben erreicht hast. Und um mehr Frieden in deinem inneren Leben zu erreichen, schenke ich dir diese Meditation. Du brauchst nichts weiter außer ein paar Minuten Ruhe. Du kannst diese Meditation im Liegen machen, in deinem gemütlichen Bett eingekuschelt in deinen Decken oder aber auch im Sitzen auf dem Boden zum Beispiel. Und wenn du dich dafür entscheidest, sie im Sitzen zu machen, dann würde ich dir empfehlen, Rücken gerade zu halten, den Rücken aktiv zu lassen, die Knie und Schultern und Füße und Arme einfach entspannt zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Meditation. Dann atme tief ein und aus. Versuche deine Atemzüge richtig lange auszuhalten. Stell dir vor, du könntest 30 Sekunden am Stück einatmen und 30 Sekunden am Stück ausatmen. Du atmest aus. Du kannst deine Augen gerne schließen. Oder sie halb offen lassen. Du entspannst deinen Körper. Alles ist entspannt und locker. Von deinen Zehenspitzen über die Knie, Oberschenkel, Beckenboden, Wirbelsäule, Schultern, Unterarme, Fingerspitzen, die Halswirbelsäule, bis hin zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen ist alles entspannt. Begrüße deinen Körper, begrüße deine Seele an diesem Morgen nach ihrer Reise in das Land der Träume. Begrüße sie zurück in deinem Körper. Wenn andere Gedanken kommen, lass sie einfach wie Wolken vorbeiziehen. Nimm sie wahr und kehre danach direkt wieder im Hier und Jetzt zurück. Konzentriere dich auf deinen jetzigen Zustand, auf deinen Atem, auf diese Meditation. Stell dir vor, du hast einen Samen. Einen Samen, der von außen genauso aussieht wie andere Samen auch. Dieser Samen kommt aber von einem ganz besonderen Ort. Und ist hier, um eine ganz besondere Aufgabe zu übernehmen.
Es ist der Samen, aus dem der Baum des Friedens wächst. Er ist sehr kraftvoll und stark und dauerhaft. Mit diesem Samen kannst du Frieden in deinem inneren Leben besitzen. Und daraus wird sich unweigerlich Frieden in deinem äußeren Leben verwandeln. Stell dir vor, du pflanzt diesen Samen in deinem Körper. Und genau wie andere Samen auch, musst du ihn pflegen. Mit Licht und Liebe. Stell dir vor, du nährst diesen Samen mit einem Lächeln, einem kraftvollen, breiten Lächeln. Und aus diesem Samen strahlt mit Hilfe dieses Lächelns ein weiß-goldenes Licht, ein kräftiges Strahlen, dessen einzelne Strahlen wie Sonnenstrahlen über deine Beine bis in deine Zehen, in deine Fußspitzen ragen, in deine Fingerspitzen, über deine Wirbelsäule hoch, in deinen Kopf und deine Haarspitzen ragen. Und weiter hinaus. Diese Strahlen strahlen nun durch deine Füße, durch deine Hände raus, durch deinen Kopf, deine Schultern, deine Hüfte und erfüllen den ganzen Raum, in dem du dich befindest, mit diesem strahlenden, warmen, glücklichen Licht. Und weiter hinaus, über deinen Raum, deine ganze Wohnung, dein ganzes Haus. Und weiter hinaus, dein ganzer Ort wird von diesem Licht bestrahlt. Und weiter hinaus, dein ganzes Land. Und weiter hinaus, dein ganzer Kontinent wird von diesem Licht umgeben. Und weiter hinaus, die ganze Welt. Das ganze Universum strahlt in diesem weiß-goldenen, angenehmen, starken Licht, das von deinem Samen hinausgetragen wird. Wiederhole nun das Mantra. Mein Frieden kann und wird die Welt retten. Mein Frieden kann und wird die Welt retten. Mit deinem kraftvollen Samen kannst du einen Baum kreieren, einen Baum des Friedens, der starke Wurzeln hat und flexible Äste, die dir zum inneren Frieden helfen. Und mit diesem Baum kannst du auch Frieden
in dein Äußeres bringen. Wenn du Frieden in dein Äußeres bringst, dann kommt Frieden unweigerlich zu dir zurück. Nähre deinen Baum gut. Schenke ihm ein Lächeln, um ihn bei Kräften zu halten, um ihn groß und stark werden zu lassen. Bevor du früh am Morgen in die Welt rausgehst, in das geschäftigte Treiben des Alltags, nähre deinen Samen, den Samen des Baumes des Friedens. Ein kurzes Gebet am Morgen, eine 15- oder 15-minütige Meditation reichen, um diesen Samen zu nähren. Dankbarkeit, Licht und Liebe in diesen Samen reichen, um den Baum zum Sprießen zu bringen. Wenn wir unsere göttlichen Eigenschaften, unsere Liebe, unsere Hingabe an diesen Samen weitergeben, dann werden wir diese Qualitäten unweigerlich wieder erfahren. Diese Qualitäten sind wie Freunde. Uns begleiten und für den Samen ist es wichtig, diese Qualitäten schon früh am Morgen zu erhalten. Atme tief in den Samen ein. Lass ihn durch deinen Atem wachsen. Und atme langsam im Zeitlupentempo aus. Bedanke dich bei deinem Samen für die Unterstützung. Bei dir selber für die Zeit, die du dir für dich selbst heute Morgen genommen hast. Ich zähle nun langsam bis 3 und wenn du möchtest, kannst du bei 3 deine Augen öffnen und dich anfangen, langsam zu bewegen. Du kannst deine Hände auf dein Herz legen und jedes Mal nochmal tief ein- und ausatmen. Eins. Zwei. Und 3. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in diesen Tag mit ganz viel Frieden, ganz viel Kraft und Licht und Liebe und freue mich auch schon aufs nächste Mal mit dir. Und wenn du möchtest und dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit einem Familienmitglied oder Freunden, wenn du auch möchtest, dass sie den Tag mit Frieden starten können und einen Samen des Friedens pflanzen. Ich würde mich darüber freuen.
Bis dann und vielen Dank, deine Jenny. Ciao.